Bei einem Herzinfarkt, da ruft doch jeder sofort den Notarzt und schaut, dass er so schnell wie möglich ins Krankenhaus kommt. Davon, liebe Zuschauer, bin ich jedenfalls irgendwie immer ausgegangen bisher. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt auch viele Patienten, die merken zwar Schmerzen in der Brust, aber es dauert dann durchaus noch eine ganze Zeit lang, bis sie zu einem Notarzt kommen. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres TVA Gesundheitsforum. Ich stehe hier mit Dr. Felix Rockmann, dem Chefarzt des Notfallzentrums am Krankenhaus Barmherzige Brüder, in einem Rettungswagen. Herr Dr. Rockmann, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Rockmann, beim Herzinfarkt, da zählt eigentlich jede Minute und man muss sagen, je schneller die Patienten in der Notaufnahme sind, desto besser. Nicht nur in der Notaufnahme, sondern dann auch weiter in einem Herzkatheterlabor. Beides können wir hier am Krankenhaus, glaube ich, mit hoher Professionalität rund um die Uhr 24 Stunden anbieten. Mittlerweile gibt es in Regensburg auch ein sogenanntes Herzinfarkt-Netzwerk, über das werden wir später auch noch ausführlicher sprechen. Herr Dr. Rockmann, wir ziehen ein bisschen den Aspekt Rettungswagen vor. Es gibt jetzt auch sozusagen neue Standards, neue Vorschriften für die Notärzte, wenn der Patient noch transportiert wird. Was müssen die denn jetzt beachten im Rahmen dieses Herzinfarkt-Netzwerks? Hier wurde durch den ärztlichen Leiter Rettungsdienst ein paar Handlungsempfehlungen und Anweisungen gegeben, die hauptsächlich darauf abzielen, dass Informationen bereits während der Fahrt nicht nur über die integrierte Rettungsleitstelle, sondern direkt an das Zielkrankenhaus gegeben werden. Und das wird auch schon vorher festgelegt, wohin der Patient kommt und dann nimmt der Notarzt Kontakt auf mit dem Krankenhaus. Ganz genau, die integrierte Rettungsleitstelle empfiehlt eine Zielklinik, die der Notarzt akzeptieren kann. Die ist insbesondere bei dem ST-Hebungsinfarkt eine Interventionsklinik. Und dann wird an diese Klinik zusätzlich durch den Notarzt und durch das Rettungsdienstpersonal, den Rettungsassistenten, weitere Informationen wie das EKG und klinische Informationen übermittelt. Wie geht es dann vor sich, dass der Notarzt schon aus dem Wagen heraus an Sie das EKG übermittelt? Wir haben hierfür in allen Notarztwägen spezielle sogenannte Defibrillatoren, EKGs, die ein GSM-Modul, also eine Art Handy-Netzwerk-Modul haben, über das dann dieses EKG, ein sogenanntes 12-Kanal-EKG, an die Zielklinik übermittelt werden kann. Und was können Sie denn aus diesem EKG dann schon rauslesen, während der Patient eigentlich noch unterwegs ist zu Ihnen und warum ist das so wichtig, dass Sie das schon vorher haben, das EKG? Das EKG zusammen mit der klinischen Information, das ist ganz entscheidend, gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt, für einen sogenannten ST-Hebungsinfarkt. Herzinfarkt ab und damit läuft eine ganz ausgeklügelte Logistik, die darauf abzielt, die Zeit zwischen Ankunft und Herzkatheter so kurz wie möglich zu halten. Das ist das ganz Entscheidende, was dieser Patient dann braucht. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Diagnosen, bei denen das nicht nötig ist. Und um dem richtigen Patienten das zukommen zu lassen, deswegen braucht man sowohl EKG als auch klinische Informationen. Sie sehen, das TVA Gesundheitsforum Schwerpunkt ist heute das Regensburger Herzinfarktnetz. Wir haben mittlerweile den Ort gewechselt. Wir stehen jetzt in einem sogenannten Katheterlabor im Krankenhaus Barmherzige Brüder. Dr. Rockmann, den Chefarzt des Notfallzentrums, den haben Sie schon kennengelernt. Und jetzt ist bei uns auch Privatdozent Dr. Peter Sick. Er ist der Chefarzt der Klinik für Kardiologie hier am Krankenhaus Barmherzige Brüder. Herr Dr. Sick, ebenfalls herzlich willkommen. Herr Dr. Sick, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung, die hat im Dezember 2013 die sogenannte Chest Pain Unit hier am Krankenhaus Barmherzige Brüder zertifiziert. Wenn Sie uns vielleicht zunächst mal erklären, was bedeutet denn Chest Pain Unit, wenn man das ein bisschen ausführlicher übersetzt? Chest Pain Unit heißt übersetzt eigentlich Brustschmerzeinheit. Und der Hintergrund der Gründung von solchen Chest Pain Units in vielen großen Kliniken war, dass Patienten, die mit einem Brustschmerz in eine Notaufnahme gekommen sind, oftmals dann dort zuerst mal im Warteraum Platz genommen haben, bis sie aufgerufen wurden und das relativ lang gedauert hat, bis sie dann tatsächlich diagnostiziert worden sind. Und beim Herzinfarkt zählt einfach jede Minute. Und deswegen sollten die Patienten vorgezogen so schnell wie möglich diagnostiziert werden und dann auch entsprechend der Therapie zugeführt werden. Und das ist der Grund für die, Gründung von solchen Chest Pain Units, damit die Patienten schnellstmöglich eben der Behandlung zugeführt werden können. Jetzt waren wir vorher im Rettungswagen, aber ich habe auch erfahren, längst nicht alle Patienten rufen eigentlich bei einem Herzinfarkt dann den Notarzt. Was können denn Anzeichen sein und wann sollte ich dann wirklich Hilfe holen?
Also Anzeichen für einen Herzinfarkt sind in aller Regel Brustschmerzen, ein Drücken, ein Brennen, manchmal verbunden mit Luftnot. Und das sind so die Hauptanzeichen eigentlich eines Herzinfarktes. Und da sollten immer die Alarmglocken läuten, dass man so schnell wie möglich sich in ärztliche Behandlung begeben sollte. Und was passiert denn im Herzen bei einem Herzinfarkt? Bei einem Herzinfarkt ist ein Herzkranzgefäß, was den Herzmuskel mit Sauerstoff, mit Blut versorgen soll, verschlossen oder hochgradig eingeengt, so wie Sie es hier sehen können. Hier läuft ein Gefäß herunter, hier ist eine hochgradige Engstelle und dahinter kommt ganz schemenhaft noch der weitere Gefäßverlauf zur Darstellung. Die anderen Gefäße, die sehen relativ unauffällig und schön stark kontrastiert aus. Herr Dr. Rockmann, im Idealfall, haben wir auch schon gehört, stellt der Notarzt vor Ort gleich die Diagnose. Sie bekommen auch dann das EKG und die Patienten kommen direkt hier in das Herzkatheterlabor. Was kann denn aber in der Notaufnahme noch notwendig sein, wenn Sie jetzt da noch nicht gleich die richtige Diagnose bekommen oder das EKG noch nicht sofort bekommen? Wichtig ist, dass es neben natürlich vielen anderen Diagnosen außerhalb des Herzens, die einen Thoraxschmerz machen können, auch in der Notaufnahme die gleiche Diagnostik wie durch den Notarzt passiert. Das heißt, dass ein Patient, der sich mit Brustschmerzen vorstellt, möglichst rasch ein EKG bekommt, das dann auch unmittelbar ausgewertet wird. Und dass dann die Symptome des Patienten abgefragt, strukturiert abgefragt werden, um zu entscheiden, ist das ein akuter Herzinfarkt oder könnten eventuell noch andere Ursachen für diesen Brustschmerz vorhanden sein. Herr Dr. Rockmann, was kann es denn noch für Ursachen geben für Brustschmerzen? Also neben den Ursachen am Herzen selber sind es natürlich noch weitere Organe, die im Brustraum vorhanden sind. Hier ist insbesondere die Speiseröhre zu nennen, aber auch Erkrankungen in der Lunge oder in den Lungengefäßen, Beispiel eine Lungenentzündung oder aber auch eine Lungenarterienembolie, als die wichtigsten schmerzbedingten oder schmerzauslösenden Erkrankungen und natürlich Erkrankungen an der Hauptschlagader. Herr Dr. Sick, jetzt zögern vielleicht manche Patienten dann doch, aber wenn Sie es noch mal ein bisschen zusammenfassen, wann soll ich den Notarzt rufen? Ich denke, im Zweifelsfall sollte man immer den Notarzt rufen, wenn Brustschmerzen auftreten. Wenn die Brustschmerzen, sagen wir mal, durch Bewegung beeinflussbar sind, von außen beeinflussbar sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher geringer, dass es tatsächlich vom Herzen kommt. Sind sie nicht beeinflussbar, dann sollte man immer an den Herzinfarkt denken oder an eine instabile Angina und dann ist eigentlich immer der Notarzt wirklich zu rufen, weil eben durch Durchblutungsstörungen des Herzens auch mal akut Herzrhythmusstörungen, die gefährlich sein können, ausgelöst werden können. Deswegen sollte man sich auch nicht ins Auto setzen und selber in die Notaufnahme oder in die Chest Pain Unit fahren, sondern wirklich mit dem Notarztwagen kommen. Unser Schwerpunktthema ist heute das Herzinfarktnetzwerk in Regensburg. Wir haben auch schon gehört, was können Symptome sein für einen Herzinfarkt. Jetzt im dritten Teil, da wollen wir noch klären, wie läuft denn eigentlich so eine Behandlung ab bei Herzinfarkt. Herr Dr. Rockmann, zunächst aber an Sie nochmal die Frage, welche Patienten kommen denn jetzt wirklich ganz akut dann direkt hier ins Herzkatheterlabor? Typischerweise die Patienten, die mit einem sogenannten ST-Hebungsinfarkt zu uns kommen, wenn alles gut geklappt hat durch den Notarzt. Das heißt, die haben bei uns in der Notaufnahme nur einen ganz, ganz kurzen Stopp und werden dann vorbereitet unmittelbar hierher ins Herzkatheterlabor gebracht. Da soll die Zeitspanne so kurz als irgend möglich sein. Herr Dr. Sick, welche Behandlungen können Sie denn dann hier durchführen im Herzkatheterlabor? Also im Herzkatheterlabor liegt der Patient hier auf dieser Liege und mit einem Durchleuchtungsgerät können wir Kontrastmittel über Katheter in die Herzkranzgefäße spritzen und dadurch die Herzkranzgefäße sozusagen sichtbar machen. Und wenn Sie hier oben mal schauen, dann sehen Sie hier eine rechte Koronararterie, hier ein kräftiges Gefäß und hier sieht man eine ganz hochgradige Engstelle, die eben bei diesen Patienten zu einem verzögerten Fluss hier im Gefäß führt. Das kann man hier unten dann schön erkennen, wie langsam das Blut hier drin fließt, in dem Fall gemischt mit Kontrastmittel, deswegen wird es sichtbar. Und diese Engstelle, die wird dann letztendlich behandelt, indem man über den Katheter einen Draht einführt als quasi Führungsschiene und dann mit einem Ballon diese Engstelle zunächst mal vordehnt und im nächsten Schritt nochmal darstellt. Sie sehen, dass die Stenose, diese Verengung schon etwas weiter geworden ist. Im nächsten Schritt wird ein sogenannter Stent implantiert, das ist eine Gefäßstütze, ein Maschendrahtgitter, was mit dem Ballon sozusagen aufgeblasen und in die Wand gedrückt wird. Hier sehen Sie dann das Ergebnis nach der Stentimplantation, ein offenes Gefäß, ein wunderbarer Fluss und die Patienten haben in der Regel nach dieser Dehnung sofort keine Beschwerden mehr.
Der Stent ist dazu da, dass sich das Gefäß nicht wieder verschließen kann. Richtig, es gibt oftmals durch die Ballonerweiterung so kleinere Verletzungen im Gefäß und der Stent ist dazu da, diese Verletzungen zu stabilisieren. Die Patienten bleiben dann auch noch im Haus. Was ist denn dann nach der ersten Behandlung auch noch wichtig? Wichtig ist, dass die Patienten zunächst mal über 48 Stunden mit einem Monitor Herzrhythmus überwacht werden. Das geschieht auf unserer Intensivstation, da man weiß, dass gerade nach solchen Wiedereröffnungen von Gefäßen bösartige Rhythmusstörungen auftreten können durch die plötzliche Mehrangebot von Sauerstoff und das kann zu bösartigen Rhythmusstörungen führen. Deswegen müssen die Patienten mindestens 48 Stunden überwacht werden. Jetzt haben wir vorher auch gesprochen, man merkt das gar nicht immer, ob man einen Herzinfarkt hatte oder nicht. Manche zögern vielleicht auch ein bisschen zum Arzt zu gehen. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich das zu lange rauszögere oder eben mich nicht behandeln lasse? Also wenn ein Herzinfarkt unbehandelt bleibt, dann nimmt das Risiko mit der Zeit ab. Die akute Gefahr besteht meistens in der ersten Zeit des Herzinfarktes durch die Durchblutungsstörung, die eben auch zu Rhythmusstörungen wiederum führen kann. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, so schnell wie möglich unter Notarztüberwachung in die Klinik zu kommen. Im Grunde genommen, je schneller das Gefäß eröffnet ist, desto weniger Folgeschäden bleiben dann für den Patienten am Herzmuskel zurück. Jetzt stehen wir hier in einem noch ziemlich neu eingerichteten Herzkatheterlabor. Wie hat sich denn die Technik auch verbessert, sage ich mal, in den letzten 10, 20 Jahren? Da hat eine Riesenentwicklung stattgefunden, sowohl von der Bildtechnik, die digitale Bildtechnik, die wir hier haben, ist deutlich schärfer, als es früher gewesen ist. Ganz zu Anfang 1978 wurde die erste Ballonerweiterung gemacht. Da hat man noch keine Gefäßstützen gehabt zur Stabilisierung der Gefäße. Erst 1987 kamen dann die ersten Stents auf, die allerdings noch sehr steif und wenig geländegängig sozusagen waren. Und mit der Zeit hat sich die Technik halt immer mehr verfeinert, dass man auch wirklich komplexere Veränderungen an Gefäßen gut mit solchen Stents und Ballons behandeln kann. Und welche Chancen, sage ich mal, hat man denn mittlerweile eigentlich einen Herzinfarkt gut zu überstehen, wenn man schnell handelt, wenn man schnell kommt? Wenn schnell gehandelt wird, hat man sehr gute Chancen, den Herzinfarkt gut zu überstehen. Ich habe schon Patienten gesehen, die haben wirklich den typischen, klassischen Herzinfarkt im EKG geboten und haben keine Laborwertveränderungen nachher gezeigt, wenn innerhalb beispielsweise einer halben Stunde das Gefäß wieder eröffnet wird. Also Zeit ist Muskel, das ist so ein Sprichwort, was man da in dem Zusammenhang immer hört. Wir haben auch einen Patienten getroffen, bei dem hat das ein bisschen gedauert, bis klar war, dass er einen Herzinfarkt hat und bis er dann behandelt werden konnte. Mittlerweile geht es ihm aber wieder gut und wir haben ihn nach seinen Erfahrungen gefragt. Ja, losgegangen ist eigentlich ganz, ganz unscheinbar. Also bin also um 23 Uhr bin ich also vom Duschen gekommen. Dann wollte ich eigentlich noch einen Feierabend halbe trinken, noch gemütlich auf der Couch sitzen. Dann habe ich plötzlich einen Schweißausbruch gekriegt. Dann hat man der Hals hat man also zum Ziehen angefangen, dann haben wir die Arme zum Ziehen angefangen und dann habe ich ein totales Unwohlgefühl gehabt. Und ja, dann bin ich ein bisschen sitzen geblieben und dann ist das eigentlich immer schlimmer geworden. Der Schweißausbruch ist stärker geworden und dann sind die Schmerzen so richtig angegangen. Dann bin ich ins Bett gegangen, weil man denkt, na ja, das vergeht schon wieder. Und dann habe ich also stundenlang habe ich mich eigentlich im Bett gewälzelt. Und ja, dann bin ich doch irgendwann eingeschlafen und in der Früh bin ich dann ganz normal aufgestanden, habe also mich ganz normal gewaschen und dann nach dem Waschen ist mir dann ein wenig komisch geworden und habe mich niedergesetzt. Wolfgang K. ist 50 Jahre alt, selbstständig und beruflich ziemlich eingespannt. Ein möglicher Herzinfarkt war für den Unternehmer eigentlich kein Thema. Vor gut einer Woche hatte er aber genauso einen Herzinfarkt und hat ihn nicht einmal wirklich bemerkt. Nein, an Herzinfarkt habe ich überhaupt nicht gedacht. Also das ist, im Nachhinein denke ich, dass man das gar nicht wahrhaben will. Es war halt ein Schweißausbruch, sowas habe ich öfter schon mal gehabt. Dann haben halt die Arme, also die haben weh da, die haben dann sehr weh getan. Also im Nachhinein, sage ich jetzt einmal, war es fahrlässig, dass man da nicht reagiert hat. Mhm. Es ist, tut das vom Hals her, es hat nicht auf einer Seite weh da, sondern es hat einfach komplett alles, ringsrum, innen, außen, also das hat man nicht beschreiben können. Und das Gleiche war dann mit den Armen. Also es waren beide Arme, also es war also von zwischen die Gelenke drin, von oben bis unten. Und ja, was soll ich sagen, es ist unbeschreiblich gewesen. Also wir Gliederschmerzen bloß um etliches heftiger.
Der 50-Jährige hat erst am nächsten Tag den Hausarzt verständigt, als er merkt, sein Kreislauf macht wirklich nicht mehr mit. Sonst sagte er, sei er es nicht gewohnt, wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt zu gehen. Am Nachmittag stellt ein Kardiologe dann fest, Wolfgang K. hatte einen Herzinfarkt, eine unangenehme Überraschung. Man weiß eigentlich viel zu wenig über den Herzinfarkt. Man kriegt das am Rande mit, der Bekannte oder von dem der Nachbar hat einen Herzinfarkt gehabt und den haben sie das gemacht und da und da hört man zu wenig. Also man weiß zwar, dass das gibt, registriert ist, dass es oft gibt, aber wie sowas zustande kommt oder wie sich das äußert oder wann das Warnsignale sind, da muss ich sagen, da war ich also zu schlecht aufgeklärt und da bin ich der Meinung, dass also die ganze Bevölkerung irgendwo zu wenig aufgeklärt ist. Also ich denke, da werde ich mich auch einsetzen, dass da bessere Aufklärung betrieben wird. Beim Kardiologen ging dann alles ganz schnell. Der Notarzt holte den 50-Jährigen sofort ab und brachte ihn ins Krankenhaus Barmherzige Brüder. Dort wurde der Herzinfarkt behandelt. Seitdem geht es Werner K. wieder besser, auch wenn er sich natürlich noch schonen muss. Also ich merke also von dem, dass ich einen Herzinfarkt gehabt habe, eigentlich gar nichts sehe. Also ich fühle mich nicht, ich fühle mich körperlich nicht schlecht, ich habe also Probleme mit der Atmung. Also wenn ich lange Sätze spreche, das merke ich ja jetzt auch, muss ich wieder Luft holen. Treppensteigen ist noch nicht der Hit. Treppe bergab geht mittlerweile, habe ich am Anfang auch Probleme gehabt. Und wenn ich auf der Geraden dahin gehe, dann muss ich sagen, also ich habe also diesen Schritt habe ich nicht mehr. Also momentan noch nicht, den ich früher gehabt habe. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine Beschwerden nicht. Ja, Ende gut, alles gut, könnte man in diesem Fall sagen. Aber Herr Dr. Rockmann, das sollte natürlich nicht die Regel sein, dass jemand so lange wartet, zumal es ja in Regensburg wirklich gute Versorgungsmöglichkeiten gibt. Das ist richtig. Die Universitätsklinik hat ebenfalls eine zertifizierte Chest Pain Unit, worauf wir hier unten, wenn ich das unten sagen darf, bei den Barmherzigen Brüdern besonders stolz sind, ist die enge Kooperation zwischen dem Notfallzentrum und der Kardiologie, wo wir wirklich versucht haben, die Abläufe nochmal so hinzubekommen, dass eine sehr gute Versorgung für diese Patienten erreicht wird. Dann danke ich Ihnen beiden an der Stelle für die Informationen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich denke, wir haben bestimmt was dazugelernt, liebe Zuschauer, denn ich wusste auch nicht, dass das mitunter gar nicht so klar sein kann, wenn man einen Herzinfarkt hat. Und sollten Sie tatsächlich mal einen Herzinfarkt haben, dann haben wir gehört, nicht lange warten, vielleicht sicherheitshalber auch mal einmal zu viel den Notarzt anrufen. Das war es auf alle Fälle für diesen Monat mit unserem Gesundheitsforum. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.